I say to you today, my friend, I still have a dream. Fenzler auf dem Höhepunkt seiner Karriere, Hessentag 1993 in Lich. Zusammen mit 30.000 Leuten feierte er seine Nummer 1 in den deutschen Charts, Mr. Vain von Culture Beat. Am 6. November 93 starb Thorsten Fenzler und in Folgen eines tragischen Autounfalls. Kein anderer hat die Techno-Szene in Deutschland nachhaltig so beeinflusst wie er. Thorsten war außerdem der erste Club Night DJ und ihm zu Ehren machen wir heute a Tribute to Thorsten Fenzlau. Mit dabei sind massig Gäste aus seinem direkten Umfeld, Freunde, DJ-Kollegen, Geschäftspartner, Produzenten und von seiner Familie Frank Fenzlau. Außerdem gibt's natürlich massig Musik, zum Teil unveröffentlicht. Alles Produktionen von Thorsten. Also 3 Stunden Thorsten Fenzlau pur, out of the ordinary, the dream. Damit geht's los. We'll be right back.
nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. I still have a dream.
Hello Duck von Thorsten Fenslau, Peter Zweier und Kenneth Baker auf der Abfahrt 22, die B-Seite, hier im Studio DJ Duck. Sag mal, du warst zum einen ein sehr guter Freund von Thorsten, zum anderen DJ-Kollege. Wie hast du Thorsten so gesehen als DJ-Kollegen und was hat euch verbunden? Also erstmal muss ich sagen, also Freunde ist ein bisschen, der Thorsten und ich, wir waren zwei total verschiedene Typen. Und ich konnte ehrlich gesagt, wie ich es in meinem Nachruf damals auch in so einem Frankfurter Magazin geschrieben habe, konnte ich den Thorsten überhaupt nicht leiden am Anfang. Weil 30 Disc-Jockeys haben sich vorgestellt in Goran Gray damals, und Thorsten haben sie genommen aus Darmstadt. Keiner hat ihn gekannt. Ne? Und das erste halbe Jahr hatten wir auch nur eigentlich Schreibereien, ne? Dass der Thorsten auch abgefahren ist auf meine Schicht. Und nach einem halben Jahr wurde es dann halt richtig die Spannung so stark, dass ich irgendwann gesagt habe, ich fahre jetzt mal in Urlaub, mal zwei Wochen, du machst mal meine Spätschicht und dann entweder ich komme zurück und die sagen, okay, Dag, wenn du willst, kannst du einen kleinen Club auflegen. Der Thorsten macht das jetzt, oder die freuen sich halt, dass ich wieder da bin. Und so war es dann auch, dass ich nach zwei Wochen wiederkam, der Thorsten zu mir gesagt hat, hier, Dag, also das ist nicht mein Ding, die Frühschicht, also das zweite Schicht, ne? Und ich bin froh, dass du wieder da bist. Und dann war ich halt oberhappy, ne? Und dann hat es auch die letzten 4,5 Jahre, haben wir dann halt super zusammen gearbeitet. Ja. Wir haben auch öfters immer noch Meinungsverschiedenheiten, wie es so ist. Aber wir haben es immer ausgebügelt, mit Thorsten konnte ich immer über alles reden. Ja, da war er auch sehr einsichtig. Und er war auch immer einer, der mich motiviert hat, der zu mir gesagt hat, hey Dago, was ist los? Und machst du mal eine Platte jetzt? Und so, ne? Und dass ich mich halt wirklich auch reinknien musste, dann auch mal was Eigenes zu produzieren. Und war auch immer für mich, kann man schon sagen, in Sachen Produktion war es für mich absolut schon Vorbild gewesen, wie der Thorsten, wie er gearbeitet hat. DJ-mäßig war nicht immer mein Geschmack, was er gespielt hat, aber der Laden war voll, die Leute sind abgefahren, das war die Hauptsache gewesen, das war halt die optimale Konstellation zu der Zeit. Der Thorsten ein bisschen mehr kommerzielles Programm am Anfang und ich dann ein bisschen härter gegen Ende. Und also ein besseres Team als ein Thorsten und mich wird es Gray nie mehr finden. Dann fällt mir eine lustige Geschichte ein. Ich komme ins Gray und der Peter Zweier und der Thorsten sitzen an der Theke, eine Flasche Champagner. Und ich komme so hin, na ja, Jungs, alles klar, wie, und, na ja, gut. So, na ja. Damals waren wir gerade mit Power of American Natives in die Charts rein, irgendwo in der Mitte. Und da sage ich so zum Thorsten, na ja, euer Ding ist doch, glaube ich, jetzt auch in den Charts, gell? Das ist Mr. Wayne. Und dann haben sie beide gelacht und dann haben gesagt, ja, wir sind Nummer eins. Hol dir ein Glas, gell? Und dann haben wir erstmal einen getrunken. Ja, hallo, ich bin der Alex Metzger. Ich habe damals mit dem Thorsten Fenslau zusammengearbeitet im Dorian Gray. Ich war da der Leitjockey, verantwortlich für den vielen Nebel und das düstere Licht. Und da erinnere ich mich an eine gute Geschichte. Das war damals das erste Mal, wo er Running gespielt hat, Tyrell Corporation. Er hat das Band damals mitgenommen. Damals gab es das DAT noch nicht. Da hatten wir immer eine Bandmaschine im Dorian Gray. Und die hat er gleich am Anfang gespielt, am 9 Uhr. Da war noch die Putzkolonne da. Und die Kellnerin mussten noch ein bisschen ihren Platz aufräumen. Da hat er es dann extrem laut mal krachen lassen, dass gleich zwei Hochtöner weggeflogen sind. Und drei Stunden später natürlich hat er es dann im großen Club gespielt, mit meiner Unterstützung. Extrem viel Nebel, natürlich extrem dunkel, und dann hat's gekracht. Und die Leute durften mal richtig abfeiern im großen Club im Dorian Gray. Was mir zu Running Tyrell Corporation noch einfällt, das ist eine besondere Nummer, denn man kann sie jetzt noch im Club spielen und sie ist extrem zeitlos. Und das hat mir immer gezeigt, wie kreativ der Thorsten eigentlich war. Denn seine ganzen Stücke, die kann man heute immer noch im Club spielen, und vom Sound her waren die immer sehr, sehr zeitlos.
20.32 Uhr, HR3 Radioservice und XXL natürlich A3, Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Wertheim und Würzburg-Kist. Fahrbahnsperrung nach einem Unfall, 8 Kilometer Stau. Vogelsbergkreis im Bereich Ulrichstein, erhebliche Behinderungen wegen tausender Kraniche auf den Straßen. Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig. Ich bin Markus Hertle und ich bin hier beim Radio der XXL-Chef
und habe Thorsten kennengelernt, als es losging mit der Club Night. Das war der 5. Mai 1990, die allererste Club Night. Die hat natürlich damals die Nummer 1 Thorsten Fenslau gemacht. Thorsten, ich weiß noch ganz genau, wie das losging. Das fing auf dem Tapeziertisch an. Da standen zwei Technics, ganz grob draufgestellt. Ein Mixer, ein Rodec-Mixer war das, aber der war noch nicht so richtig getuned, umgebaut für unsere Bedürfnisse. Ja, und dahinter war Thorsten. Und das war die erste Club Night. Und wir waren so happy, auch wenn das alles noch aussah wie in einer Baustelle, auf einer Baracke. Wir waren so happy, dass wir dieses Konzept jetzt endlich am Start hatten. Und ja, die erste Sendung, Telefon ohne Ende. Und das war legendär. Das war eingebaute Gänsehaut für 3 Stunden. Und so habe ich Thorsten Fenslau kennengelernt. Und Thorsten Fenslau, also das ist eigentlich, beruflich hat es angefangen, aber das wurde langsam eine Freundschaft. Und er hat ganz wichtige Stationen in meinem Leben begleitet, ob er wollte oder nicht, er hat es einfach getan. Das war so, Thorsten hatte Mr. Wayne gemacht mit Culture Beat, klar, und das war dann in 9 Ländern Nummer 1, auch in Deutschland. Und die Goldverleihung, die war in Dorian Gray. Und Thorsten hatte mich so ganz beiläufig eingeladen, hier komm doch auch vorbei. Klar, ich komme auch vorbei, nur ich habe da gerade mein Herz verloren an eine Dame namens Bernadette. Und die musste damals noch im Nebenjob, hatte die in Hockenheim da den Schirm aufgehalten für die Rennfahrer. Ich glaube, es war Mika Häkkinen. Und die ist zu spät gekommen vom Training aus Hockenheim zurück nach Frankfurt. Und so bin ich dann auch zu spät mit dieser Dame meines Herzens ins Dorian Gray getapert. Und gleich am Eingang hieß es da, ey Markus, wieso bist du denn jetzt erst hier? Du wirst schon gesucht und so. Wie so ein Ditte. Naja, ich also hinten rein. Thorsten kam mir entgegen. Markus! Thorsten! Ja, hier ist er. Ich habe meine erste Goldene bekommen für Mr. Wayne. Ich bin also aus einem Socken gefallen. Das ist die Abteilung das erste Mal. Ne? Das erste Mal knutschen, das erste Mal besoffen sein, das erste Mal eine goldene Schallplatte kriegen. Und die habe ich von Thorsten Fenslau bekommen. Und diese Frau habe ich dann noch 3 Monate später geehelicht. Das war mit Thorsten. Da haben wir nämlich das erste Mal geknutscht. Weiß ich noch wie heute. Oder Urlaub. Wenn Markus Hertle Urlaub machen wollte, dann brauchte er natürlich auch Vertretung. Denn ich habe damals wie bei H3 moderiert. Die Dance Hall, das war die Nachfolgesendung von Maximix. Und der Thorsten hat die dann gemacht. Und zwar hochprofessionell, hat dann seine Jingles alle selber in seinem Studio gebaut. Und dagegen konnte ich natürlich nicht ankacken. Ich war fast schon eifersüchtig. Und der Thorsten hat dann auch ein Angebot bekommen vom Bayerischen Rundfunk. Ließ sich natürlich nicht lange lumpen. Sowas sprach sich herum, wie der Erfolg von der Club Night. Da hätte er jede Woche rummachen können, was er wollte, was er machen wollte. Es wäre kein Problem gewesen. Und Thorsten war doch so loyal uns gegenüber, weil wir ja auch die Ersten waren, an das geglaubt haben und wir auch eben Partners in Mind und nicht nur in Crime waren. Da hat er doch glatt diese Wochenshow beim Bayerischen Rundfunk abgesagt zugunsten der H3 Club Night, wo er nur alle 6 Wochen dran kam. Fand ich auch sehr edel. Play the cut right now, and it's going to be a very, very big hit. Yeah.
Again, die zweite Nummer von Out of the Ordinary im Los Niños Mix. Peter Gräber, du bist einer der Produzenten von Culture Beat. Sag mal, wie hast du damals Thorsten kennengelernt und wie kam der DJ dazu, Produzent zu werden? Thorsten habe ich Anfang 87 kennengelernt. Wir waren beide DJs in Darmstadt. Er hat im Lobo aufgelegt und ich im Hypo. Und am Anfang ging es eigentlich in erster Linie darum, wer die meisten Leute in seinem Laden im Durchlauf hatte. Und da haben wir uns immer gegenseitig die Zahlen um die Ohren geschmissen.
als wir in Darmstadt aufgelegt haben, ging es eigentlich irgendwann darum, dass man noch was anderes machen sollte, außer nur Schallplatten auflegen, woraufhin er sich dann einen Drumcomputer zum Beispiel zugelegt hat und hat diesen Drumcomputer schon während seiner Arbeit im Lobo eingesetzt. Das heißt, er hat irgendwelche Beats programmiert und hat darüber dann Platten abgemischt oder hat Mixe gemacht von Prince, Michael Jackson gibt es da zum Beispiel welche. Also das war im Prinzip der Anfang, aktiv Musik zu machen. Also nicht nur einfach Platten auflegen, sondern sich schon auch mal hinsetzen und noch was Eigenes dazu zu machen. So fing das eigentlich alles an. Das Lustige war, wir haben dann irgendwann mal zusammen im Lobo aufgelegt und er kam irgendwann mal an und meinte, ob ich für ihn mal freitags abends Platten auflegen könnte, weil er könnte freitags nicht, was ich schon sehr verwunderlich fand, weil für Thorsten gab es das nie, irgendwie eine Schicht zu schwänzen, selbst wenn er krank war oder so, hat er aufgelegt oder mit Fieber teilweise hinten drin gestanden, hat seine Platten noch runtergemischt und ich habe das dann gemacht freitags und da hier in Darmstadt beim Lobo immer so eins, halt zwei Feierabend und bin dann noch ins Grey gefahren und hat mich erstmal der Schlag getroffen, als ich den Thorsten gesehen habe, wie er dann da im Grey in einem Plattenspieler gesessen hat und Das war schon gut, das kam auch gut an in Darmstadt. HR3 und XXL. XXL. Don't worry, I won't hurt you. Shut up already, damn! Can you mind?
Bear Prince Megamix. Die Leute aus dem Lopus, die werden es wahrscheinlich noch kennen. Es war ein ganz besonderes Special und er hat unheimlich viel gemacht, gesampelt, Thorsten. Und mit mir hier im Studio ist Peter Zweier. Du hast damals zusammen mit Thorsten einiges produziert, unter anderem auch Remixe. Sag mal, wie kam es eigentlich dazu, so Samples zu nehmen aus bekannten Filmen beispielsweise, so Kultfilmen, und das dann zu verarbeiten im Titel? Das war halt eine ganz neue Art von, sagen wir mal, produzieren, sich von Filmen inspirieren zu lassen. Wir haben angefangen, halt verschiedensten Sachen uns anzusehen. Der Thorsten hat sich halt viele Sachen schon vorher angesehen gehabt und da auch bei dem Track Der Weiße Hai, den wir nachher hören werden, wir uns von diesem Film inspiriert haben lassen, kam das halt dazu. Und wie kam der letztlich, ich meine, du hast angefangen zusammen mit Thorsten zu produzieren, und wann war das? Wir haben angefangen 1989 und haben dort Klangwerk produziert gemeinsam. Dann kam LDC dazu und schließlich sind wir bei Culture Beat gelandet. Okay, und jetzt hören wir den Weißen Hai im Peter Alexander Mix.
der weiße Hai. Genau so heißt das Stück und ist nicht der Peter Alexander Mix, sondern der Klangwerk Remix gewesen. Es ist genau 22 Uhr, HR3 und XXL Radioservice A3, Frankfurt Richtung Würzburg. Zwischen Wertheim und Würzburg ist Fahrbahnsperrung nach einem Unfall, 8 Kilometer Stau. Vorsicht, das Stauende ist hinter einer Kurve. Vogelsbergkreis im Bereich Ulrichstein, erhebliche Behinderungen wegen tausender Kraniche auf den Straßen. Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig. In Rheinhessen, im Hunsrück und in der Eifel gebietsweise Nebel mit Sichtweiten um 50 Meter sowie stellenweise Straßenglätte wegen überfrierender Nässe. Und nun bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Gegen 20.15 Uhr wurde ein bewaffneter Raubüberfall auf eine BP-Tankstelle auf der Bundesstraße 7 in Hessisch-Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis verübt. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem etwa 1,60 Meter großen Mann, der zu Fuß flüchtete. Hinweise bitte an die nächste Polizeidienststelle. HR3 und XXL wünschen gute Fahrt. Ja, hier im Studio sind massenhaft Gäste, alles Leute, die Thorsten kannten, die ihm sehr nahe waren und die vor allem auch beruflich mit ihm zu tun hatten. Und für all diejenigen, die Thorsten eigentlich nur so aus dem Club kannten, für die Fans und so weiter, haben wir im Internet unter www.klappner.de ein Thorsten-Book eingerichtet. Und da könnt ihr euch auch jetzt schon eintragen. Und da sind einige wirklich Wahnsinnsbeiträge dabei. Und davon werden wir jetzt mal ein paar vorlesen. Vom Andreas Schepers kommt eine ganz beeindruckende
beeindruckende Nachricht. Er schreibt, als ich gelesen habe, dass der HR einen musikalischen Nachruf auf Thorsten geplant hat, brach die Vergangenheit über mich herein. Vor 5 Jahren, als die schreckliche Nachricht über den Äther ging, habe ich fast 3 Stunden geweint. Die In Memoriam Club Night war der ergreifendste Nachruf, den ich je erlebt habe. Ich höre noch heute seinen musikalischen Höhepunkt im geistigen Ohr, als er auf dem Hessentag in Lich seine neue Nummer 1 Mr. Vain spielte und das Publikum reagierte, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Während ich diese schreibe, spüre ich noch einmal die Gänsehaut, als wäre es gestern. Ich könnte noch viele unglaublich schöne Erinnerungen aufzählen, die mich in den letzten 7 Jahren ständig begleiteten. Je mehr ich in diesen Erinnerungen schwelge, desto mehr muss ich mich zusammenreißen, nicht wieder in den Tränen zu erliegen. Thorsten hat die elektronische Musik für mich zu einer Art Religion werden lassen, die seit dem Ableben nie wieder die Faszination gehabt hat, wie bis dahin. Auch die Club Night habe ich seitdem fast nie mehr gehört, da es nie wieder etwas so Spannendes gegeben hat wie Thorstens musikalischen Vorträge. Andreas Schepers. Ein anderer Beitrag, unvergessen, seines Sets im Lopo oder Dorian Gray. Der Samstagabend im Gray war immer ein besonderes Erlebnis. Danke dafür, Thilo Marquardt von RPR. Bis heute hat es niemand geschafft, weder als Produzent noch als DJ, solch eine gute Mischung aus Kommerz und Underground in einem DJ-Set oder einer Dance-Produktion zu vereinen und seinen Platz einzunehmen. Nach seinem Tod war das Gray samstags nicht mehr das, was es vorher war. Thorsten war einzigartig im Rhein-Main-Gebiet und eine der Leitfiguren des heute so nicht mehr existierenden Sound of Frankfurt. Leider starb er auf dem Höhepunkt seines musikalischen Erfolges und wird uns daher nur noch mit seiner Musik und seiner und unseren individuellen Erinnerungen an ihn erhalten bleiben. Ich werde nie vergessen, als ich Abfahrt Alone It's Me oder Tyrell Corporation Running zum ersten Mal im Grey gehört habe. Größter Respekt, Tom Wax. Wow, ich bin total gerührt, fasziniert. Die nächste Nummer, die wir hier auflegen haben, passt fast dazu. Jetzt kommt der Peter Alexander Mix von Einsamkeit.
Etwa die Größe Europas. Aber die Tiere, die hier leben, sind der Kälte, dem Eis und Schnee wundervoll angepasst.
ob das ein Eisfix sind, Moschusochsen oder Rentiere sind. Vor allem aber lebt hier der Eisbär.
Hallo, mein Name ist Uwe Wagenknecht, bin Resident DJ im Paramount Park in Rödermark, komme eigentlich auch aus Darmstadt und ich habe den Thorsten 1986 im Lopo kennengelernt, habe ihn immer tierisch abgenervt, habe alle Platten aufgeschrieben, die er gespielt hat und habe mir die Platten auch gekauft, habe das im Wohnzimmer immer nachgeeifert, was er so im Lopo getrieben hat. Und habe eines Tages eine Kassette aufgenommen und habe sie ihm in die Hand gedrückt und bin dann eine Woche später wieder hin. Und die fand auch total klasse. Und dann zwei Jahre später oder so, dann durfte ich mal, während er Pinkelpause gemacht hat, zwei, drei Platten auflegen. Und die ging natürlich total daneben. Aber ich durfte dann immer wieder jede Woche. Und irgendwann kam dann mein Tag, das war 1990, als Thorsten in Story in Grey gewechselt ist hier in Frankfurt. Da hat er sich für mich eingesetzt und ich durfte dann im Lopo den Donnerstag übernehmen und so ging eigentlich meine DJ-Karriere los, die ich eigentlich ihm zu verdanken habe und habe dann auch irgendwann 91 angefangen, Platten zu produzieren, weil das hat er ja auch gemacht und hat dann seine Tapes abgespielt, seine Bandmaschinen, seine Mixe geschnitten und ja, dann habe ich bei ihm auf dem Label, das war Abfahrt Records, habe ich eine Platte gemacht und konnte Thorsten leider nicht mehr danken dafür und möchte das damit hier nochmal öffentlich tun. Dankeschön, Thorsten. Bring my heart.
In 13 Ländern Nummer 1 der Charts. Allein in Deutschland 9 Wochen lang Mr. Vain von Culture Beat. Und die beiden, die diesen Song performt haben, waren Tanya Evans und Jay Supreme. Und von den beiden will ich wissen, wie war eigentlich so dieses Verhältnis zwischen Producer und Künstler? Gab es da auch eine persönliche Beziehung? We had a really good relationship. We also had we had that little tension also from the artist producer, you know. But I cared for Torsten like a brother, you know. And we had a lot of good times. I mean, before the Mr. Vain big success, I mean, we still got a chance, you know, just from the Horizon album to tour like Japan and the States. And I mean, Torsten introduced me to the whole German culture because he was like the first German that I actually had dealings with and contact with. You know, I was in the military before, it was mainly Americans. So Torsten introduced me to a lot of things. He introduced me to the Dorian Gray. I mean, heavy Dorian Gray, you know, late night. And when he would be DJing, he'd invite me down, and it was a blast just to, you know, experience all of that. It was cool. And he was so, he had a wide range of tastes for music. He could listen to, I mean, once I remember we were driving and he popped in some Sade and he said, "Jay, this is really good driving music." And that clicked in me just, and I never listened to Sade like driving music, but bang, I felt that, what he was talking about. So we had a really good understanding. Just thinking of all, you know, the good times, like when we went number one in Germany for those 9 weeks, we'd have a dinner, you know, whenever myself and Tanya were in town, and every week we'd go to this restaurant and we'd eat, and everybody would just be just full of joy, man. And we had so much fun eating and drinking and laughing like that. But he had a heart. The cat had a real good heart, you know. Hi, I'm Tanya Evans. Torsten was a very nice person. He was very down to earth. I only knew him for 1 year, and my experience with him was very pleasant indeed. He was very much an artist, in my view, and he was very passionate about his music and and the group Culture Beat. It really was a dream for him. So I have a lot of good memories about Torsten. Going on.
that a person is to anything. Vor 10 Jahren auch zusammen mehr oder weniger angefangen hat. Das heißt, seine allererste Platte, Out of the Ordinary, The Dream, die war eigentlich zu meinen Händen als Demo gekommen. Und dann haben wir noch über viele Samples gesprochen und rechtliche Klärungen. Und dann haben wir das über Nacht angepackt und heraus kam seine erste Platte und auch meiner ersten Erfolge in Deutschland. Und wo ich ihm eigentlich heute noch dankbar bin und was mir heute noch Spaß macht, wenn ich zurückdenke. Und in den letzten 5 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich persönlich seine Kreativität sehr vermisst und natürlich auch ein paar Hits von ihm. Ja, mein Name ist Hubert Wand, ich bin Geschäftsführer von East West, vormals bei Sony Music und war verantwortlich damals, als der Erdbeermund veröffentlicht worden ist für den Dancepool. Mit dem Erdbeermund war das so gewesen, zu dem Zeitpunkt hatte ich Thorsten Fenster noch gar nicht gekannt. Ich wusste nur, dass der Erdbeermund bei unseren E&A-Leuten damals keinen Anklang gefunden hatte und über einen jungen Verlagsmitarbeiter, die den Erdbeermund damals im Verlag hatten, ist diese Sache nochmal an uns herangetragen worden, doch mit der dringlichen Bitte, das nochmal zu überdenken, und wir haben uns dann nochmal zusammengesetzt und haben den Erdbeermund dann gesigned und es wurde ein Hit. Danach habe ich erst Thorsten Fenslau kennengelernt, der ja Produzent war. Und muss sagen, ich habe in ihm zu dem damaligen Zeitpunkt als einen der fortschrittlichsten und am weitesten nach vorne denkenden Produzenten kennengelernt. Hallo, ich bin der Mike Heise von der Intercord. Damals zu Thorsten Fenslaus Zeiten war ich bei der CBS, beziehungsweise heute Sony Music. Damals bei CBS hatten wir gerade mit dem Dancepool-Label angefangen. Eines Tages hatten wir dann den Erdbeermund auf dem Tisch gehabt. Und wir wussten auch von vornherein, dass wir die Hürde Klaus Kinski eigentlich erfolgreich umgehen müssen, um Erfolg zu haben. Dies hat Thorsten dann auch bewerkstelligt und somit setzt der Erdbeermund an zum Erfolg und Höhenflug in den Charts. Thorsten Fenslau war neben Luca Ancelotti und Michael Münzing der Produzent, der den typischen Sound of Frankfurt mitgeprägt hat. Die raue Welt macht keine Freude mehr. Ich gab den schönsten Sommer her und dir hat's auch kein Glück gebracht, nicht wahr? Hast nur den roten Mund noch aufgespart für mich so tief im Haar verwahrt. Ich such ihn schon die lange Nacht im Wintertal. Im Aschengrund.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ja, hallo, hier ist Jufa Nelson, auch bekannt als der Erdbeermund, der immer so wild war. Ja, ich hatte die Ehre, beim ersten Stück der Gruppe Culture Beat dabei zu sein, als Featuring Jufa Nelson. Ich kam dazu eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Thorsten Fenzlau arbeitete ja mit Alexander Abraham zusammen, der mit mir auf die Schule gegangen ist. Und Thorsten Fenzlau mischte seit einiger Zeit im Dorian Gray Sounds und die Stimme von Klaus Kinski und seine 13-Minuten-Version von Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund immer wieder mal ab. War aber nicht ganz glücklich damit, weil Kinski unheimlich lange brauchte und sehr viel rumstöhnte und es nie so auf die Beats passte. Und er suchte also jemanden, der diesen Text spricht. Und Alexander Abraham sagt, ich kenne jemanden. Und so trafen wir uns. Ich kannte den Text dann auch, legte mir eine sehr schöne Lyrikinterpretation zusammen. Und musste dann im Studio feststellen, dass man nicht an dieser Lyrikinterpretation interessiert war, sondern eigentlich an Kinski-Verschnitt. Und nach 2 Stunden gab ich meinen Widerstand auf, stöhnte vor mich hin und dachte, das wird sowieso nichts, was soll's. Und weit gefehlt, nach 5 Monaten bekam ich einen Anruf und da wurde mir gesagt, 5 Major Companies kloppen sich drum, aber nur unter der Voraussetzung, dass wir einen Act vorzeigen können. Das heißt, stehst du, Jo, zur Verfügung für Fernsehen, Disco etc. Und ich sagte, ja. Und dann fing ein sehr wildes Leben an, das mir sehr viel Erfahrung gebracht hat, die mir heute noch nützlich sind, also im Sinne von Fernseherfahrung, Foto, Bühnenerfahrung, auch in grauenhaften Sälen. Das waren alles sehr schöne Erfahrungen, für die ich Thorsten jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin. Ich habe das damals nicht so zu schätzen gewusst, glaube ich. Und vielleicht war ich auch manchmal ein ganz schönes Arschloch. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen wund nach deinem weißen Leib, du Leib. Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht. Da blüht ein süßer Zeitvertreib mit deinem Leib. Die lange Nacht, da will ich sein im tiefen Tal, dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Nach deinem Erdbeermund. Komm. Im tiefen Erdbeertal, im schwarzen Haar, da schlief ich manchen Sommer lang bei dir und schlief doch nie zu viel. Komm her, ich weiß ein schönes Spiel. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.
so wild nach deinem Erdbeermund. Im Wintertal, im schwarzen Erdbeerkraut, da hat der Schnee ein Nest gebaut. Und fragt nicht, wo die Liebe sei. Ich habe doch das rote Tier so tief erfahren, als ich bei dir schlief. Oh, der Winter erst vorbei und wieder grün der Wiesengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Komm, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond. Erdbeermond von Culture Beat. Vor 5 Jahren hat Nosy Katzmann versucht, den Verlust von Thorsten zu verarbeiten und hat es auf seine ganz persönliche Art gemacht, hat sich hingesetzt, hat ein Lied geschrieben. Und das werden wir jetzt hier heute hören. Nosy Katzmann, Be On Your Way. Guess you know, like everyone, it takes a sip of too much sun. It's hard to face a sudden rain. Dip the sail and use your brain. Say the day is like I want it. Rain or shine, I got to have it. Every second of the day, be on your way. Be on your way. Be on your way. Take a look into your mind. Open up and you will find nothing is impossible. You are irresistible. Feel the way you really want it. Good or bad, you got to live it. Every moment of the day, be on your way. Be on your way. On your way. So if you think the world is bad, and if you think the weather's sad, everything falls hard on you. You just don't know what you should do. Tell yourself it's part of it. You're right in the heart of it. Only you can change your day. So be on your way. Be on your way. Every night and day. Be on your way. Every night and day.
Be On Your Way von Nosy Katzmann. Diese Nummer ist nie veröffentlicht worden, sondern ist im Prinzip die persönliche Verarbeitung von Nosy Katzmann, und er war damals der Partner von Thorsten Fenzlau und hat die ganzen ersten Produktionen mit ihm gemacht, Out of the Ordinary und. Hier im Studio außerdem dabei Norbert Cordes. Norbert, du hast ja jetzt direkt geschäftlich so in der Musikbranche gar nicht so viel mit Thorsten zu tun gehabt, sondern du bist einer der ältesten Freunde und ihr hattet auch geschäftlich miteinander zu tun, aber es war jetzt nicht so die Musikebene, sondern du hast Cover-Artwork gemacht, nicht wahr? Ja, ich habe damals angefangen, für den Thorsten Cover zu machen, als er Abfahrt Records gegründet hatte und natürlich die Frage der Cover aufkam. Ich habe damals viel im Desktop-Publishing gearbeitet und auch für ihn Cover entworfen. Und du kennst ihn also auch so persönlich. Wie war er eigentlich? Gab es da eigentlich so zwei Gesichter des Thorsten Fenzlau? Also einerseits der Produzent, andererseits der Freund. Und vor allem, wie hat er abgeschaltet? Gab es ein Abschalten oder war er eigentlich immer der Produzent? Also gut, zu dem Geschäftlichen muss man sagen, wenn ich jetzt Thorsten als Freund natürlich kannte, so wie ich ihn kannte, gab es auch den Thorsten als Geschäftsfreund. Das war jetzt von seiner Seite her eigentlich überhaupt kein großer Unterschied. Soll heißen, er hat uns, das ist Public Art, wir haben die Cover für ihn gemacht, immer sehr, sehr fair behandelt. Halt, da muss man zwischenfragen. Public Art, so hieß auch eine Nummer, I Wanna Feel the Music, oder? Ja, wie kam's dazu eigentlich? Er fand den Namen Public Art, das ist der Name unserer Firma, fand er immer sehr gut, und irgendwann kam er mal und sagte, Mensch, können wir da nicht mal irgendwie, kann ich nicht ein Act Public Art nennen? Und da habe ich zu ihm gesagt, na klar, kannst du, ist überhaupt kein Problem, freue ich mich, aber dann muss unser Logo auch aufs Cover. Und das war damals genau das Ding, dass unser Logo auf dem Cover war und Public Art drauf stand, und hat mich irgendwo mit Stolz erfüllt. Ja, und ich habe mich dann gewundert, als ich dann Jahre später irgendwie mal was mit Public Art zu tun hatte und dachte mir, Moment mal, das kennst du doch irgendwoher. Ja, Thorsten hat uns im Prinzip mit durch seine Geschichte gezogen, das heißt damals auch zu Sony Music rüber, das heißt seitdem es Culture Beat gibt, beziehungsweise es gibt 2-3 Ausnahmen, haben wir die Cover für Culture Beat gemacht, worauf wir sehr stolz sind. Auch eben Frank hat das Ganze dann übernommen und wir haben es bis heute gemacht und freuen uns darüber auch sehr, sehr. Okay, zurück zu Thorsten, so als normaler Mensch. Wie hast du ihn erlebt? Wie gesagt, war er immer so der Geschäftsmann oder war er dann auch eher der Freund? Oder war es irgendwie, war das vermischt? Vermischt im Prinzip nicht. Thorsten war eigentlich immer Thorsten. Davon kann man ausgehen. Ich glaube, jeder, der ihn kannte, weiß das ganz einfach auch. Er war ein sehr, sehr fairer Mensch, jetzt businessmäßig gesprochen. Und er war ein sehr, sehr lieber, netter Freund. Es fällt mir irgendwie schwer, jetzt überhaupt darüber was zu sagen, weil wir hatten so unseren eigenen Humor. Wir haben unsere Abende gehabt, die wir weggegangen sind, die ich bis heute vermisse. Ich stehe jetzt auch hier irgendwo an einem Punkt, wo ich so ein bisschen die Vergangenheit aufarbeiten muss. 5 Jahre habe ich es vermieden, irgendwo so eng wieder da involviert zu sein in diese Geschichte, seine alten Lieder zu hören, und das berührt einen schon sehr. Ich finde es einfach klasse, dass der Abend heute hier läuft. Das macht mir sehr viel Spaß. Aber es geht auch ganz schön rein. Ich denke, es geht nicht nur mir so, sondern allen anderen, die hier rumstehen. Aber es ist eine gute Sache. Vielen Dank, Norbert Cordes. Und jetzt hören wir unveröffentlichten Remix Sehnsucht.
Sehnsucht, der Purple Schulz Remix. Hier jetzt im Studio Frank Fenzlau. Frank, du bist der Bruder von Thorsten. Und was mich unheimlich interessiert ist, wie hast du eigentlich so den Werdegang von Thorsten gesehen, so aus Sicht des Bruders halt? Ja, also ich habe es immer mit sehr viel Stolz verfolgt. Also ich habe den Thorsten schon auflegen sehen auf irgendwelchen Klassenfesten und habe nachher auflegen sehen auf Schulfesten. Das war dann der erste Karrieresprung und dann in der Eissporthalle Weiterstadt. Und so ging es dann immer weiter.
und habe es wirklich mal mit sehr viel Stolz gesehen, mit Freude gesehen, wie da vorankommt, zumal natürlich alle in der Familie immer gesagt haben, ach Thorsten, bist du so sicher, was du machst als DJ und Produzent, ja, mach doch was Gescheites. Und Thorsten hat ja auch Architektur studiert und hat sich irgendwann entschieden, nee, er lässt es sein, er setzt alles auf die Musik und hat es durchgezogen. Und wir waren letztendlich im Nachhinein und auch schon währenddessen wirklich alle froh, dass er es gemacht hat, weil für ihn war es genau das Richtige. Und er hat genau das Richtige gemacht, was die Familie nicht erwartet hat. Er hat was Gescheites gemacht. Und das will ich nicht sagen, die Familie hat es erwartet. Bloß, also, weil Thorsten war schon immer ein Typ, der, wenn er sich was im Kopf gesetzt hat, es auch erreicht hat. Also Thorsten war immer ein Tüftler und Bastler. Und schon irgendwie als kleiner Junge war ich immer fasziniert. Wir hatten Fischertechnik-Kästen und Thorsten hat sich hingesetzt und hat da irgendwie aus Fischertechnik Sachen gebaut, die hat kein Mensch vorher gesehen. Das, also hat eine wahnsinnige... wahnsinniges Talent gehabt und auch irgendwie die Fähigkeit gehabt, wenn er sich aus dem Kopf gesetzt hat, das mit sehr viel Ehrgeiz anzupacken und durchzusetzen. Also er war immer ein Mensch, der auf die Füße gefallen ist. Ich stelle mir vor, wenn sich irgendwann mal so ein Erfolg einstellt, wie Thorsten ihn ja hatte, mit beispielsweise Mr. Vain und dann rumgetourt ist in der ganzen Welt, ist es unheimlich schwierig, dann auch noch die, sagen wir so, vorher guten Kontakte auch zur Family zu halten. Wie ist dein Bruder eigentlich immer dein Bruder geblieben? Also im Thorsten war Familie sehr wichtig. Thorsten war ein Familienmensch und er hat es wirklich erstaunlicherweise geschafft. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das teilweise zu Lebzeiten gar nicht richtig schätzen können, wie er das geschafft hat. Also er muss für mich wirklich ein Wunder des Zeitmanagements gewesen sein. Und er hat es wirklich geschafft, also mit, ich sehe es jetzt, wo ich eben Teile seines Jobs weitermache, wie zeitintensiv das ist. Und er hat ja noch viel mehr gemacht. Er hat ja nicht nur produziert, er hat ja aufgelegt, hat ein Label gehabt. Und trotzdem hat er es geschafft, sonntags bei irgendwelchen Familientreffen aufzutauchen. Und alle waren irgendwie sauer, wenn er eine halbe Stunde zu spät kam. Im Nachhinein bewundere ich ihn dafür, dass er überhaupt kam. Und ihm war das wichtig, dazuzugehören. Er hat also immer den Kontakt zu den Menschen um ihn herum beibehalten. Also er ist nie abgehoben, auch in der Familie nicht. Er hat auch viel Stress und Ärger, den er hatte, völlig außen vor gelassen. Also habe ich das im Nachhinein wirklich gesehen, wie teilweise Sachen ihm nahe gingen und wie es um ihn herum überall lichterloh gebrannt hat. Und er die Ruhe in Person war. Also eigentlich der perfekte Produzent, kann man so sagen. Der perfekte Mensch vielleicht. Also der einfach der perfekte liebe Kerl, so wie ihn jeder kennt. Okay, und jetzt haben wir noch eine Nummer von ihm. Was ganz, ganz Besonderes. Das Ding ist jetzt wirklich unveröffentlicht. Und es wird auch nicht in voller Länge laufen. Es ist ein ganz besonderer Remix, den es nie gab. Wahrscheinlich auch nie geben wird, würde Thorsten jetzt sagen. Ja, leider. Das ist ein Remix von Alphaville, Big in Japan. Und die Jungs von Alphaville haben die Qualität des Remix nicht erkannt und haben ihn nicht veröffentlicht. A Tribute to Thorsten Fenslau, HR3, Club Night und XXL Spezial. HR3 Club Night. Samstagabend live von 21 bis 24 Uhr. Heute mit Thorsten Fenslau. HR3 Club Night. Thank you.
built to make noise. Yo, I rock the home girls too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is, this beat is, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric, got Eric for ya. I saw your posse, but now it's me who's boss. So I'm giving you orders around here. You don't wanna get flexed on here. Look funny, go against the old man. Ain't it some red? Look steady, like I rock the novel stuff. Then it catches up, and you got the drop, you're up to it. Yo, you're gonna do it. To get more to the boys that do it. But not like the boys, weaker. The game go on, because I'm weaker. I beat the strong posse. I eat the August posse. People, that people beat that people beat that I produce that techno. Produce this. So type right, you can't be a ruthless. So step right up for your sizes. You know what the first prize is. This beat is, this beat is, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric, got Eric for ya. This beat is, this beat is, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is, this beat is, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric, got Eric for ya. That's for your mouth, but you don't wanna make noise, so hush. Listen, don't listen to fooling. I mean, who is the world? Pressure, I sense the empty in my spare time. But right now I'm making the song, I'm on the right track. Let's just go deep and listen to the rap. That was a warning, I get a warning. Now we're all in, what is the station? Move the nation, this creation. I'm just speaking, I'm just wondering. Try to rock and why? So lonely, I can't party. It's just let all the beat just move me. Now you know what you wanna do. This beat is, this beat is, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. Na, hoppala, das Ding war doch glatt fertig, ist ohne Worte. Als nächstes haben wir hier Gerd Marquardt. Du bist ein alter Schulfreund von Thorsten, das heißt, ihr kennt euch schon von ziemlich früh. Ja. Wie ging es so los? Du hast ihn ja von ziemlich früh auf begleitet. Das kann man so sagen. Ja, wir sind Ende der 70er Jahre zusammen in einer Klasse zur Schule gegangen. Das war eine Jungenschule und wir haben dann Partys veranstaltet, um Mädchen kennenzulernen. Und da war Thorsten derjenige, ja, der sich bereit erklärt hat, den DJ zu geben. Das war damals keine so besonders ruhmvolle Aufgabe, denn wer den DJ machte, der musste die Platten auflegen, der konnte sich nicht um die Mädchen kümmern. Und Thorsten hat sich geopfert. Ja. Verstehe. Du hast ihn aber auch ansonsten auch weiter späterhin noch begleitet. Also der Kontakt ist irgendwie nie abgerissen. Du bist nicht auch nicht in der Musikbranche? Nein, ich bin nach München gegangen, habe was Ordentliches studiert, bin Jurist geworden, Rechtsanwalt in München und Thorsten fing ja als Architekturstudent an und ja, ist dann in die Musikbranche hineingeraten. Das war ja auch damals Mitte der 80er Jahre noch keine so angesehene Branche. Es war noch etwas schwierig und habe seinen Weg dann begleitet, bin also immer dahin gegangen, wo er auch als DJ aufgelegt hat, bis hin zum Gradern. Und du warst auch immer mit dabei oder öfters mal dabei bei Touren? Das ist richtig, ein bisschen nach Amerika, wo sie ihn dann verschlagen hat, nach New York und haben uns dort zusammen die Clubs angesehen, sind mit so einer Stretch-Limo durch die Straßen gefahren und ja, dann habe ich festgestellt, dass mein Freund aus alten Schultagen plötzlich zum Popstar geworden ist. Wie ist eigentlich so das Gefühl dann, wenn du jetzt einen Popstar zum Freund hast? Ja, es ist schon ein bisschen merkwürdig, wobei man dazu sagen muss, dass Thorsten ja da wirklich sehr geerdet war. Also er hat das reflektiert, er war ein sehr ironischer Mensch, er hat sehr genossen, das muss man dazu sagen, aber er hat diesen Genuss auch geteilt. Und er hatte natürlich auch seine Ecken und Kanten, ne? Das ist richtig, ja. Upsala, upsala. Hey, hier ist eine kleine Panne passiert. Wir haben ja gerade eine falsche Nummer untergelegt gehabt. Anyway, da haben wir sie wieder richtig. Okay,
Gerd Marquardt aus München, alter Schulfreund von Thorsten. Und jetzt haben wir die nächste Nummer. Alone It's Me von Abfahrt.
Alone, it's me. Von Abfahrt. Peter Gräber nochmal, Entschuldigung, Peter Zweier sitzt mir hier nochmal gegenüber. Sag mal, Peter, wie war das eigentlich früher mit Thorsten? Konnte man mit ihm eigentlich arbeiten, ohne so richtig dicke befreundet zu sein? Naja, bei uns fing das ja 1989 an. Da haben wir uns im Dorian Gray kennengelernt. Oder ich glaube 1988 war es sogar. Und dadurch, durch das Kennenlernen, entstanden halt einige Produktionen, die wir gemeinsam gemacht haben. Und durch die weitere Zusammenarbeit in diesen Produktionen wuchs halt eine Freundschaft heran. Und dadurch kann man sagen, dass erst das Businessmäßige da war und dann war eigentlich eine Freundschaft da. Freundschaft heißt, das heißt, ihr seid rumgezogen und habt viel Scheiß miteinander gebaut, auch auf den Partys? Logisch, wir waren immer, zum Beispiel vor der Club Night, waren wir immer irgendwie essen und dann halt irgendwie bei der Tour unterwegs. Und wir waren zusammen sogar in Moskau gewesen und hatten diesen legendären Vorgruppen-Gig mit Culture Beat vor Michael Jackson. In dem Stadion, im Lenin-Stadion oder so in Moskau vor 50.000 Leuten. Das war schon sehr lustig. Apropos Essen gehen. Also das habe ich schon öfters gehört heute Abend. Thorsten ist anscheinend gerne essen gegangen, ne? Ein Gourmet. Wir haben also immer dienstags abends, nachdem wir die Charts erfahren haben, so ein Kultessen gemacht. Davon hat der Jay auch schon vorher erzählt. So einfach nur als Ritual. Das hat immer Glück gebracht. Okay. Wie war Thorsten eigentlich so als Mensch? Wie hast du ihn erlebt im Studio und so als Kumpel? Ja, er war, wie soll ich sagen, er war sehr, sehr nett und weiß nicht, unsere Zusammenarbeit war immer sehr, sehr kreativ. Der eine hat immer das gefühlt, was der andere gefühlt hat beim Abmischen, beim Arrangieren, beim Einspielen und so weiter. Okay, und jetzt haben wir noch was von Culture Beat. Show Me mit Kim Sanders, die macht auch heute noch Culture Beat.
Hessischen Rundfunk. Hier ist DJ Spock und die HR3 Space Night.
Langenberg. Weiß, was die Zukunft bringt. Dramatisch die Entwicklung der letzten Tage. Die
Invasion der Kybernauten hat Europa erreicht. In Frankfurt wurden Messe und Funkturm besetzt, in Paris der Eiffelturm gesprengt. Auffallend viele und wichtige Knotenpunkte gesamteuropäischer Kommunikationseinrichtungen wurden schon nach kurzer Zeit eingenommen oder zerstört. Die Stromversorgung wird knapp. Wissenschaftler und Politiker kämpfen nach wie vor vergebens um Informationen oder Erkenntnisse über die Kybernauten oder deren Absichten. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Die britische Regierung erklärte vor wenigen Stunden, dass man unter Berufung auf Forschungskreise die Veränderungen des Weltklimas und den Temperaturanstieg der Meere auf die Invasion der Kybernauten zurückführe. Mit Nervosität beobachten auch deutsche Meteorologen die verwirrenden globalen Vorgänge, vor allem in Nordwesteuropa. Der Meeresspiegel steigt. Aus Afrika werden Orkane und sintflutartige Regenfälle gemeldet. Der Amazonas hatte große Teile Südamerikas überschwemmt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Und weiter geht's. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Nachdem die Rakete die Erde verlassen hatte, versuchten amerikanische Abfangjäger den Start zu stoppen. In der Stratosphäre übernahmen sowjetische und japanische Raumflotten die Verfolgung. Vergeblich, denn die Rakete raste mit stetig steigender Geschwindigkeit ins All. Wenig später verließ sie unser Sonnensystem und setzte ihre Reise mit nicht bekanntem Ziel fort. In der schwarzen Zone vollzog sich parallel dazu eine dramatische Wandlung. Die Radioaktivität zerfiel um Werte, wie sie eigentlich gar nicht möglich waren. Erneut versuchen Wissenschaftler eine Erklärung zu finden und wieder standen sie ratlos vor dem Ergebnis. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. 3 Tage später galt das Betreten der Zone als risikolos. Sofort begannen Truppen der Vereinten Nationen, das Gebiet zu umzingeln und in das Zentrum vorzudringen. Es gab keine Anzeichen menschlichen Lebens oder einen Hinweis darauf, was sich abgespielt haben könnte. Das Einzige, was man fand, war eine Papphülle mit einer schwarzen Plastikscheibe. Dieses Material diente im Analogzeitalter als Speichermedium für akustische Informationen. Auf der Hülle stand LDC, die schwarze Zone. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Wir schicken dich ins All.
Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Ein Klangwerk, Megamix, den es in der Form noch nie gegeben hat. Der ist unveröffentlicht, der kommt aus der Schatzkiste und die hat Frank Fenzlauer mitgebracht. Frank sitzt mir wieder gegenüber hier im Studio. Frank, was hast du besonders an Thorsten geschätzt? Was bewundernswert an Thorsten war, das war, er hat wirklich gelebt. Also Thorsten war kein Mensch, der jemals gesagt hat, so, ja, und dann spare ich mal und dann kaufe ich mir irgendwann das und das. Thorsten hat es einfach gekauft, ob er das Geld hatte oder nicht, und war kein Mensch und sagt dann irgendwann mal, wenn ich 50 bin, dann mache ich das und das, und er hat es einfach gemacht. Also natürlich gibt es viele Dinge, die Thorsten, dadurch, dass er so früh gestorben ist, verwehrt geblieben sind, aber irgendwo all das, was er machen wollte, hat er gemacht und hat er wirklich gelebt. Also er war so jemand, der wirklich immer 180% irgendwo Sachen gemacht hat und da war. Und das war eigentlich schön zu sehen und auch schön zu wissen, als er dann starb, dass man einfach sagen konnte, ja, und Thorsten wollte unbedingt noch dies und das machen. Da gab es eigentlich sehr wenig Dinge, die er unerledigt gelassen hat. Sondern das meiste, was er für sich machen wollte, hat er auch gemacht. Und das ist irgendwo was, was ich für mich, für mein eigenes Leben dann auch angenommen habe, wo ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich eine gute Sache gewesen. Mach das, was du denkst. Und Thorsten war im positiven Sinne ein großer Egoist. Also er hat wirklich auch gesagt, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dass ich denke, das ist das Richtige, hat er es so gemacht. Also nach dem Motto einfach just do it. Und ich meine, er hat ja auch, wie gesagt, mit dem Architekturstudium, das hatten wir ja schon, und gesagt, nö, das mache ich nicht weiter, ich werde Produzent. Er lebte einfach im Prinzip diese Devise, just do it. Ja, ja, wie gesagt, also er war, und da möchte ich anschließend eben, was Gerd gesagt hat, also er war, hat eben noch gesagt, wir wollen jetzt nicht hier Thorsten darstellen als den Mensch, der über Wasser gehen konnte. Er war wirklich auch, er konnte auch zu mir als Bruder richtig scheiße sein. Ja? Ich habe mich oft genug über ihn richtig aufgeregt. Aber letztendlich war er immer jemand, der dann auch wieder, dem man nicht lange böse sein konnte, der dann, den man sofort wieder verziehen hat. Der dann irgendwie gelacht und dann war es auch wieder gut. Und das Schöne war halt wirklich, dass er jemand war, der für sich gesagt hat, wenn er seinen Weg gesehen hat, hat er ihn einfach gegangen und ist er ihn gegangen. Und das ist irgendwas, was ich, glaube ich, irgendwie jeder irgendwo auch ein bisschen als zum Vorbild nehmen kann, zu sagen, also wenn man Träume hat, ich habe mal gesagt, Thorsten war ein Mensch, der eigene Träume hatte und der seine eigenen Träume auch gelebt und verwirklicht hat und der auch in der Lage war, anderen Menschen ihre Träume aufzuzeigen und sie zu ermuntern und zu ermutigen, diese Träume zu leben. Und das ist eigentlich auch die Schlussdevise, so sollte es auch sein. Und wir haben noch was aus der Schatzkiste rausgemopst vom Frank. Einen ganz, ganz besonderen Remix. The Power.
let it roll, get roll. Megamix Remix von Thorsten Fenslau. Ja, 3 Stunden Tribute to Thorsten Fenslau in der HR3 XXL Club Night Spezial geht zu Ende. Ganz besonders bedanken möchte ich mich natürlich bei Thorsten Fenslau für die irrsinnigen Produktionen, die er damals gemacht hat, die auch weiterhin in unseren Herzen, in unseren Ohren und so weiter leben werden. Besonderen Dank für die Sendung heute Abend an Frank Fenslau, der uns hier redaktionell tierisch unterstützt hat und dem wir auch ein paar Sachen aus seiner Schatzkiste mopsen durften. Er hat's nicht gesehen. Außerdem Jörg Sebold für die Redaktion, David Löhr für Unterlegmusiken, Thilo Markwort für die erste Club Night, die allererste, die wir eigentlich vorhin senden wollten, aber weil wir heute Werbung machen mussten auf XXL, haben wir uns das aufgespart und bringen das nächste Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf HRXXL ab Mitternacht. Ja, vielen Dank bei all den Gästen, die hier waren, die ich jetzt einzeln nicht mehr aufzählen werde. Vielen Dank an alle Fans, Freunde, Clubgänger und alle, die im Prinzip diese Musik groß gemacht haben. Keep the Spirit Alive. Am Mikrofon, Jörg Albrecht. Bis dann.